Sie werden lachen, es wird ernst. Jetzt haben wir sehr ausführlich über die Nationalratswahl gesprochen, aber wissen Sie schon, wen Sie wählen wollen? Ich habe mich in den letzten Wochen mit allen wahlwerbenden Parteien beschäftigt und mittlerweile weiß ich, wen ich wählen werde, die FPÖ. Mein Herz sagt ja. Wie? Das wundert Sie? Da dürfen Sie halt nicht alles glauben, was irgendwelche Leute in der FPÖ behaupten. Aufwiegler sind wir. Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Aluhutträger, Lebensgefährder und was weiß ich noch alles. Tatsächlich hat die FPÖ ja längst gezeigt, was sie alles kann. Zum Beispiel vor 6 Jahren, als sie das letzte Mal in der Regierung gewesen ist. Damals hat sie ja eine effiziente Umweltpolitik gemacht, und zwar im Eiltempo. Es gibt Streckenabschnitte in Österreich, wo es möglich ist, die 140 km/h sehr sicher und sehr umweltschonend zu fahren. Ja, 140 km/h, genau. Warum nicht umweltschonend rasen? Norbert Hofer, ein großartiger Verkehrsminister, und die FPÖ weiß halt, wie man den Klimawandel am schnellsten los wird, wenn man versteht, dass er gar nicht existiert. Das ganze Klima ist ein Wandel, wenn man es einmal ganz genau nimmt. Ich sage Mut zum Wandel. Das einzige Klima, das für mich zählt, kommt aus der Klimaanlage vom SUV. Außerdem hat Infrastrukturminister Hofer damals aufgeräumt mit dem rot-schwarzen Postenschacher bei den Staatsbetriebenen, ÖBB, Asfinag, Ausdruckkontroll, Verbund. Toll auch, was die FPÖ in der Außenpolitik geleistet hat. Wäre Karin Kneißl doch nur Außenministerin geblieben, wir würden das russische Gas längst gratis kriegen. Daher war es ja auch keine Überraschung, dass sich nach dem Ende ihrer politischen Karriere Staatsmänner aus der ganzen Welt um sie gekümmert haben. Heute ist Karin Kneißl Präsidentin der renommierten St. Petersburger Denkfabrik Gorki, die nicht nur in Russland hochgeschätzt wird, sondern auch in Weißrussland. Ja, so ist es eben. Ne? FPÖ-Leute hatten immer schon beste internationale Beziehungen. Was? Das glauben Sie nicht? But I can't help falling in love with you. Oder denken Sie bitte an den FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek. Was hat der nicht alles für die Sicherheit getan? Ja, da muss ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Er hat das Binnen-I abgeschafft, das bei den BundesheerlerInnen zwar gar nicht erst eingeführt worden war, aber du musst den Feind besiegen, bevor er loslegt. Ja, mittlerweile ist Kunasek Obmann der steirischen FPÖ, und da zeigt sich, dass er nicht nur eine harte Hand hat, sondern auch ein weiches Herz. Bei den Grazer Freiheitlichen sollen 1,8 Millionen Euro Clubförderung unter Bedürftigen verteilt worden sein. Also unter FPÖ-Leuten. Ja, aber gönnt man denen das bisschen Wohlstand? Nein, eine missgünstige Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kunasek wegen Mitwisserschaft, falscher Zeugenaussage und Unterdrückung von Beweisen. Dabei hätte Kunasek mit seinem weichen Herz auch Sozialminister werden können. Aber das ist ja vor über 6 Jahren dann Beate Hartinger klein geworden. Freiheitliche Sozialministerin und Gesundheitsministerin, ein Tausendsasser, dazu auch noch Wirtschaftsexpertin. Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal. Beate Hartinger-Klein, sie hat es geschafft, uns allen 1 Milliarde Euro zu ersparen. Die Patientenmilliarde, genau. Eine ganze Milliarde, eingespart durch die Zusammenlegung der Krankenkassen. Durch die Reform hätten die Kosten sinken und in den Jahren 2020 bis 2023 eine Patientenmilliarde bringen sollen. Stattdessen sind die Kosten aber sogar gestiegen. Das Ganze wurde laut Rechnungshof um 215 Millionen Euro teurer. Wie bitte? Was? Die Patientenmilliarde war nur ein Marketing-Gag? Und die Ministerin der Herzen hat das selber gesagt? So sind sie, die Systemmedien. Ne? Alles anschwärzen, nur weil es blau ist.
Aber schön aufpassen, wenn die FPÖ wieder den Innenminister stellt, dann brechen andere Zeiten an. Ja? Dann gibt es endlich wieder Hausbesuche. 80 Mann in voller Montur, mit Helm, schusssicheren Westen und automatischen Waffen. Gestürmt wurde kein Nest einer Drogenbande. Nein, gestürmt wird vergangene Woche eine andere Polizeieinheit. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Genau, das BVT. Ne? Was sich nicht reformieren lässt, das muss man eben stürmen. Dabei wurden Gott sei Dank auch Computer und Festplatten des Rechtsextremismusreferats sichergestellt, damit man endlich einmal überprüfen kann, was einem die willfährigen Beamten in den schwarzen Netzwerken so alles anhängen wollen. Denn eins steht fest, rechtsextreme Geschichten in der FPÖ, das sind nur Einzelfälle. Ja, eben. Ne? Einzelfälle. Gut, es sind relativ viele Einzelfälle. Trotzdem, da werden wir uns nicht darauf verständigen, dass eine Partei kollektiv schuldig zu sprechen ist. Da werden wir uns nicht darauf verständigen können, dass ein Verein als solcher oder eine Einheit wie die Waffen-SS kollektiv schuldig zu sprechen ist. Na eben, ja. Was soll man sagen? Ja? Diese großartigen Menschen, die uns so viel Hoffnung gegeben haben, ja, die will die Einheitspartei jetzt mundtot machen, indem gegen sie ermittelt wird. Der Vorwurf, was heißt Vorwurf? Die Anschüttung lautet Inseratenkorruption. Die blauen Ministerien sollen um unser Steuergeld für positive Berichterstattung viele, viele, viele Inserate in Wolfgang Fellners Gratiszeitung Österreich geschaltet haben. Ich meine, ich finde das nicht weiter schlimm. Ja? Wenn niemand erkennt, wie gut diese Regierung arbeitet, dann muss man es halt jemanden erkennen lassen. Von den anderen, ne? Vom Rotfunk, den übrigen medialen Volksverrätern, gab es ja nur Schmutzkübelkampagnen. Ne? Da wurde dann sogar ein gemütliches Beisammensein im Urlaub zum Skandal aufgebauscht. Und ja, es war eine psoffene Geschichte. Ja, psoffene Geschichte und weiter. Ich meine, wer hat denn noch nie betrunken mit Freunden die Übernahme der Kronenzeitung besprochen? Der Innenminister Kickl hat am Tag nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos zwar noch gegenzusteuern versucht, indem er in den sozialen Medien veröffentlicht hat, welche Namen die offizielle Polizeikatze bekommen wird. Und nein, das ist keine Erfindung von uns. Ja, und doch haben die Systemmedien damals, nach nur 1,5 Jahren, den besten Vizekanzler aller Zeiten zum Rücktritt gezwungen. Und mit ihm die gesamte Regierung. Aber jetzt, 5 Jahre später, kann sich alles wieder zum Guten wenden. Denn wie sagt mein zukünftiger Volkskanzler so treffend? Kompostieren kennt man diese ganzen politischen Versager. Völlig richtig. Und genau darum wähle ich am 29. September die FPÖ.